Lust zu Liebe. Ein rechter Kuss, der schmeckt noch süßer als Konfekt. Er geht so schnell ins Blut wie Sekt. Bitte einen Kuss mit Liebe. Ohne ist das Leben trübe. Doch mit, ja mit, der schmeckt es mir. Drum bitte einen Kuss, ach bitte einen Kuss von dir. Blöde Schießerei geht mir auf die Nerven. Du wirst wieder eine sehr unruhige Nacht haben, wenn du dir vor dem Schlafengehen so ein Schauerdrama ansiehst. Schade, dass er den jungen Mann erschossen hat. Seine Frau hätte er erschießen müssen. Ich weiß überhaupt nicht, um was es geht. Warum denn? Weil sie behauptet, unschuldig zu sein, trotzdem der Ehemann sie mit einem anderen in einer sehr verfänglichen Situation überrascht hat. Warum soll eine Frau nicht einmal in eine verfängliche Situation kommen? Ohne sich etwas vorwerfen zu müssen. Ausgeschlossen. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Du bist aber sehr streng heute. Also meine Ansicht ist, dass sich eine anständige Frau erst gar nicht in eine solche Situation begibt. Da kennst du die Frauen schlecht. Woher kennst du sie denn so gut? Na, hörst du? Ach, Liebling, ich will jetzt wirklich nicht mehr darüber debattieren. Ich bin viel zu müde. Ich muss morgen früh aufstehen und zeitig ins Büro. Gute Nacht, Liebling. Nein, 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 ich will das jetzt genau wissen. Genau? Ganz genau? Lieber nicht. Sonst streiten wir uns doch und es geht uns mit denen im Fernsehen. Oh, Liebling. Uns kann doch nichts trennen. Ich kann noch nicht schlafen. Warum denn nicht? Ich wollte doch noch mit dir über den morgigen Ball sprechen. Liebling, ich bin todmüde, bitte. Schlaf jetzt, gute Nacht. Peter, ich hab's versucht, ich kann wirklich nicht schlafen. Du musst eben zählen. Doch, zählen. Ja, bis 100. Kannst du dir irgendwas dabei vorstellen? Was denn? Krokodil zum Beispiel. Ein Krokodil, zwei Krokodile, drei Krokodile, vier Krokodile. Ach. Also Peter, ich kann nicht schlafen mit so vielen Krokodilen im Bett. Also Hella, ich brauche jetzt meine Ruhe. Nimmst dich, als würden wir übermorgen unsere goldene Hochzeit feiern und nicht unseren ersten Hochzeitstag. Liebling, bitte, jetzt komm ins Heul doch nicht. Du weißt doch, ich kann dich nicht heulen sehen. Ach, und überhaupt diese blöde Wand, wenn ich diese Wand noch nicht mehr sehe. Mach doch nicht. Nein, Marie, Sie brauchen nicht auf mich zu warten. Ich komme heute nicht zum Mittagessen. Auf in den Kampf, Torero. Morgen, Papa. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen. Na, habt ihr noch nicht gefrühstückt? Ja, auf dich gewartet, Papa. Das ist der Reizen von euch. Na, gut geschlafen? Herrlich, Papa. Bisschen wenig. Ha? Tut mir leid, bist du nervös? Oh, das sieht aber sehr appetitlich aus. Das hat unser neues Mädchen gemacht. Unser neues Mädchen? Wieder so eine Alte, die so schnarcht, dass man es durchs ganze Haus hört?
die heute kommt, die würdest du wahrscheinlich gern aus nächster Nähe schnarchen hören. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist Anni, unser neues Mädchen. Das ist mein Vater, Kommerzienrat Röder. Und das ist mein Mann, Dr. Waldeneck. Wie war der Name? Anni. Anni, wie unangenehm. Warum denn? Du weißt doch, dass ich diesen Namen nicht aussprechen mag. Aber Papa, das musst du mal vergessen. Hell oder dunkel? Dunkel. Nicht ganz dunkel. Danke. Bitte? Zucker? Ja, drei Stückchen Zucker voll an. Ich kann diesen Namen nicht. Der bleibt mir im Halse stecken. Oh. Verzeihen Sie. Bitte sehr. Es war sehr ungeschickt von mir. Aber wenn man so hübsch ist wie Sie, macht das doch nichts. Gestatten Sie. Danke. Mit diesem Mädchen bringst du den armen Papa völlig durcheinander. So, nur noch die zwei Stückchen. Na, dann ist der Schaden schon behoben, nicht wahr? Verzeihen Sie vielmals. Oh, schon zu spät. Da muss ich ja sofort zum Flugzeug. Was? Du verreist? Warum soll ich denn verreisen? Du sagst doch eben, du musst zum Flugzeug. Ach so, ja, ich meine, ich muss fliegen. Ich muss mich beeilen. Ich muss zu einer Sitzung. Auf Wiedersehen, Kinder. Wiederreden. Sag mal, hat er dir was von einer Sitzung gesagt? Doch, hat er mir gesagt. Ja, diese Sitzungen kennt man schon. Darf ich Ihnen helfen, Herr Kommerzienrat? Aber wo denken Sie denn hin, Anni? Ich bin doch kein alter Herr. Ja, jetzt muss ich gehen. Ich muss ins Büro. Ja, ich muss nämlich wirklich zu einer Sitzung. Ja, ich gehe auch. Ich muss nämlich noch mein Beikleid probieren. Mhm. Du übrigens, diese Ostenfels, die lässt auch bei meiner Schneiderin arbeiten. Ja. Ein widerliches Frauenzimmer. Wenn ich der nur mal was antun könnte. Du, deine Schneiderin soll dir doch sagen, dass deine Taille um 2 Zentimeter enger geworden ist. Dann zerspringt sie. Du bist großartig. An dir ist direkt eine Frau verloren gegangen. Na, bitte, bitte. Nein, ich meine nur, was die Bosheit anlangt. Mhm. Wiedersehen. Wiedersehen. Darf ich helfen, Herr Doktor? Ja, aber gern, Anni. Ich bin ja kein alter Herr. Oh. Wiedersehen. Danke. Hella! Also, Anni, deine Einführung als Stubenmädchen. Nicht sehr geglückt. Ich hatte solche Angst, dass Onkel etwas merkt und schrecklich böse auf uns wird. Vorerst hat er nur bemerkt, dass du hübsch bist. Und wenn er das 4 Wochen lang bemerkt hat und dann erfährt, dass du seine Nichte bist, dann ist er bereits festgelegt. Weißt du, ich finde es abscheulich vom Papa, dass er sich überhaupt nicht um dich gekümmert hat. Meine Mutter hat ihm doch sehr wehgetan damals. Sie ist ihm ja 14 Tage vor der Hochzeit weggelaufen. Aber mit seinem Bruder? Dann ist sie doch in der Familie geblieben. Hast du wieder ein Bild von deiner Mutter? Hm? Warte. Ach, du siehst dir aber gar nicht ähnlich. Du hast da was verloren. Oh. Was ist denn das für ein Bild? Nichts. Lass doch mal sehen. Also er. Zeig doch mal her. Der hat ja gar keine Augen. Ich habe sie ihm ausgekratzt. Waren sie so hässlich? Wunderschön. Zu schön. Sie haben nur zu viel auf andere geschaut. Aha. Also ein Don Juan. Der größte Don Juan und der liebste. Und wo hast du ihn kennengelernt? In Hamburg. Jeden Tag kam er in das Blumengeschäft, in dem ich angestellt war, und bestellte Bouquets und Körbe. Jeden Tag für eine andere Frau. Scheinbar ein Blumenliebhaber. Bis er sich dann eines Tages auch in mich verliebt hat. Und was hast du dann gemacht? Dann bin ich geflohen. Trotzdem du in ihn verliebt warst? Natürlich. Ich wäre doch nur unglücklich mit ihm geworden. Weißt du, ich habe da so eine Schwäche. Ich kenne mich ganz genau. Wenn ich einen Mann so richtig gern hab, dann möchte ich ihn bei den Ohren packen und ihn küssen. Auf die Stirn, auf den Mund, auf die Augen so richtig abküssen. Aber Anni, so viel Temperament hätte ich dir gar nicht zugetraut. Was ist denn, Lorenz? Bring mir den Kaffee her, Doktor. Ja, stellen Sie doch hin. Bitte sehr. Sie sollten nicht so viel Kaffee trinken, lieber Doktor. Das ist doch nicht gut für Ihr Herz. Kümmern Sie sich um Ihr Herz, Lorenz. Na, Sie wissen doch, wie ich zu Ihnen stehe, ja, wie ich Sie verehre.
Lorenz, sind Sie wahnsinnig geworden, was erlaubt? Hey, ja. Wie kommst du denn hierher? Von der Schneiderin. Du, ich sag dir, mein Ballkleid, ich seh aus. Weißt du, wann du am hübschesten aussiehst? Na? Och, das sagt ihr Männer immer, weil ihr uns nicht zum Anziehen kauft. Also. Lorenz? Oh, verzeihung, Herr Doktor. Ach so, ja, Herr Doktor, ich vergaß ja. Das sind ja die Logenkarten für den Ball. Logenkarten. Loge Nummer 13. Oh weh, Loge Nummer 13, das bringt Pech. Wieso? Lorenz, wie kann man nur so abergläubisch sein? Nee, ich weiß, was ich weiß. Mir hat einmal an einem 13. eine Zigeunerin prophezeit, dass man mir die Uhr stehlen würde. Und richtig, wie die Zigeunerin weg war, bums, war auch die Uhr weg. Apropos Bums, Uhr durch. Ja, ich weiß, ich gehe schon. Übrigens, das mit Ihrer Zigeunerin klingt sehr überzeugend. Du, komm rechtzeitig nach Hause, damit wir nicht zu spät auf den Ball kommen. Wiedersehen, Peter. Beeil mich. Jetzt aber endlich der Kaffee. Ah ja. Ich bin so glücklich, dass du wieder da bist, Pipsi. Ja? Angenehmen Flug gehabt? Ach ja. Du, wir müssen uns sehr beeilen. Ich muss noch zum Friseur meine Perücke abholen. Und ich habe eine Überraschung für dich. Ja? Was denn? Wir fahren erst woanders hin. Wenn du als Pompadour auf den Ball gehst, musst du auch einen Fächer haben. Du wirst staunen. Ja. Wie der Residenzstraße 20. Ein einzigartiges Stück. Der Originalfächer der Pompadour. Mit antiken Brüsseler Spitzen. Ein Geschenk Ludwig des 15. Ist das authentisch? Garantiert. Habe ich dir zu viel versprochen? Ach, der ist ja bezaubernd. Der ganze Duft des Rokoko ist in ihm eingefangen. Na, ich rieche bloß Mottenpulver. Aber Ludwig, du bist prosaisch. Ach, lieber Doktor, Sie müssen mir helfen. Ich bin da in einer sehr verzwickten Situation. Die termingerechte Lieferung unserer Maschinen für Ägypten ist durch den Verkehrsschlag in Italien in Frage gestellt. Und nun verlangt der Herr Generaldirektor von mir, dass ich sofort einen Weg suchen soll, den Transport zu bewerkstelligen. Da alles wieder zusammendrängt. Ja, aber weshalb sind Sie denn so nervös? Ich habe meiner Frau versprochen, pünktlich nach Hause zu kommen. Ach so, ja, das kann man verstehen, wenn man so jung verheiratet ist. Aber wir wollen heute Abend auf den Ball. Seit 3 Stunden sitzt irgendein Filialleiter beim Chef und ich kann nicht fort. Also wo sind denn die Schiffslisten? Ich habe ja keine Ahnung. Lorenz, wo sind denn die Schiffslisten? Oh, Offizier, die Schiffslisten. Da, da, die, da, die, da. Was ist denn hier los, Lorenz? Oh, Verzeihung, Herr Doktor. Ich probiere gerade die Masken für den Mummenschank. Schmierle! Wo sind die Schiffslisten? Hier. Lorenz. Oh, Verzeihung, Herr Direktor. Oh, gut, dass ich Sie treffe. Es erwartet Sie jemand aus Mokador. Ich bin doch jetzt mit Ägypten beschäftigt. Mokador soll direkt der Schneider sein. Nein, es handelt sich doch um die Fifi aus der Mokador Bar. Ja, das ist natürlich was anderes, ja. Ach, ich bekomme da gerade ein Angebot aus Mokador. Das muss ich natürlich persönlich bearbeiten. Hier sind die Schiffslisten, Herr Direktor. Ja, jetzt werden wir das gleich haben. Und wegen der Schiffslisten komme ich dann später nochmal wieder. Ach, da kommen Sie. Lorenz, Sie melden mich sofort dem Generaldirektor, wenn er frei ist, ja? Jawohl, Herr Mokador. Herr Doktor. Moment, Schanz. Hallo, Teddy. Fifflein. Aber du sollst doch nicht zu mir ins Büro kommen. Ja, warum denn nicht? Nein, das geht nicht. Das ist aber sehr wichtig. Wieso? Ich habe 2 Karten. Wofür? Für den Opernball. Oh, ich fürchte, das geht nicht. Warum nicht? Da ist ein Verkehrsstreik ausgebrochen. Dann fahren wir eben mit dem Fahrrad. Das ist viel zu weit, das ist in Italien. Na, dann geht es doch. Nein, ich muss doch hier... Schluss, Kuss und 200 Mark, ja? Wofür denn? Na, guck doch mal, ich habe ein neues Kostüm. Wie gefällt es dir denn? Das ist süß. Für 200 Mark nur ein bisschen wenig. Davon verstehst du nichts. Also los, schnell raus. 200 Mark, ach, du Quergeist. Aber ich gebe es ja gerne. Hier, sieh mal, hier, das ist genau 200 Mark. Das ist wunderbar, ist ja herrlich. Direktor, mein süßer Teddy, das ist... Ja, bitte? Der Generaldirektor kommt. Um Gottes Willen, zieh dich an. Du musst weg. Ja, Moment. Ja, Moment, weg musst du. Schnell, sehr weg. Schön, also adios. Auf Wiedersehen. Nein, dann nicht, du. Lass ihn direkt in die Arme. Du musst darum weg. Warum? Du musst dich verstecken. Ja, wo soll ich mich verstecken? Unterm Tisch. Unterm Tisch? Ja, unterm Tisch. Oh, jetzt habe ich die Tinte umgeworfen. Das macht nichts. Die trinke ich. Die wische ich auf. Die Tinte. Oh, Verzeihung. Also, mein lieber Arbeit, hier stehen wir. Gut. Was war das? Das war Fifi. Mein Hund, mein Fifi-Hündchen. Ja. Also haben Sie den Transportweg nach Ägypten gefunden? Ja, das heißt nein. Das heißt ja, was heißt nein? Ach, das ist so, so. Also wenn wir die Termine nicht einhalten, können wir die Lokomotiven nicht liefern. Und wenn wir die Lokomotiven nicht liefern können, dann gehen wir kaputt, mein lieber Rabels. Ja, aber Herr Generaldirektor, Sie sehen zu schwarz. Was ist denn mit Ihnen los? 476. 477. 476. Kuckuck. Lorenz, ich bitte Sie, jetzt lassen Sie den Blödsinn, nehmen Sie die Maske ab. Paul! Peter! Paul!
Alter Junge. Wie kommst du denn hierher? Wie bist du denn, du? Du bist hier? Du hast eine Ewigkeit nicht gesehen. Das ist eine Riesenüberraschung, du. Das siehst ja großartig aus. Hast du dich überhaupt nicht verändert? Du aber schon. Ich bin ja verheiratet. Oh, ach, deshalb. Ja, das sieht man. Seit einem Jahr. Ja, so genau sieht man es wieder nicht. Sag mal, ist sie hübsch? Hm? Hübsch? Wieso? Oh, Verzeihung. Paul, also bist immer noch derselbe. Komm, wir trinken einen Cognac zur Begrüßung. Ich finde das großartig, dass du mich besuchst. Erzähl doch mal, hast du nicht inzwischen auch geheiratet? Wozu? Oh, wozu? Solange andere Männer schöne Frauen haben, hm? Alter Gangster. Weißt du, ich brauche in meiner Freiheit wie der Schmetterling, der von Blüte zu Blüte flattert. Dann gib nur Acht, dass man dir nicht mal die Flügel stutzt. Prost. Verzeihung, Herr Doktor. Ja, was ist denn, Lorenz? Der Herr Generaldirektor ist jetzt frei, er muss nur noch einen Brief diktieren. Ja, komm sofort. Schön. Na, endlich ist das Ekel fort. Weißt du, ein Filialleiter hat den Chef 3 Stunden lang aufgehalten und ich sitze hier wie auf Nadeln. Am liebsten hätte ich den Kerl einen Fußtritt versetzt. Bitte tritt. Wieso? Das Ekel von einem Filialleiter bin nämlich ich. Ach, das bist du? Ja. Bitte nehme ich den Fußtritt zurück. Du, Peter, ich habe den Riesenauftrag von einer Hamburger Werft gebracht. Der Alte war hingerissen. Na, gratuliere, Paul. Danke. Also gut, sehen wir uns heute Abend? Ja? Schön. Lernst du gleich meine Frau kennen? Wir gehen natürlich auch auf den Ball. Fein, du freust mich auf den Ball. Schöne Frau, neue Abenteuer und tanzen. Apropos tanzen. Kennst du den neuesten Tanz? Natürlich, den Raspa, Samba, Bogi. Alles veraltet. Jetzt tanzt man den Kripp. Kripp? Ja. Griechen? Ja, den kriegt man am Boden. Bist du verrückt? Das kann nicht genug verrückt sein. Oh, Herr Generaldirektor, Verzeihung. Herr Hohenfels und ich, wir haben nur eben eine kleine Gelenksübung gemacht. Aha. Ja, weil man im Bürodienst so leicht verkalkt. Ja, meine Herren, 40 Jahre arbeite ich im Büro und habe noch nie Gelenksübungen gemacht. Ja, das merkt man. Bitte? Herrn Generaldirektor gar nicht ein? Na ja, ich bin ihn gut konserviert. Ja, ich verstehe, meine Herren, Sie wollen elastisch bleiben für den Ball heute Abend. Leider muss ich Ihnen sagen, dass Sie diese Nacht durcharbeiten müssen, um den Auftrag, den unser lieber Hohenfels aus Hamburg gebracht hat, zu bearbeiten. Die Kalkulation muss bis morgen früh fertig sein. Sie sind frei, aber rufen Sie doch bitte gegen Mitternacht mal an, ob ich noch irgendeine Auskunft brauche, ja? Selbstverständlich, Herr Generaldirektor. Dankeschön, meine Herren. Ach ja, lieber Hohenfels. Ja, bitte. Ich habe da in Ihren Papieren etwas gefunden, das ganz bestimmt nicht hineingehört. Oh, nein, Verzeihung, das gehört natürlich wirklich nicht. Ja. Ja, nein, natürlich nicht. Also, hilf, ja? Hilf, ja? Natürlich. Natürlich, ja. Blond, was? Ja. Meine Herren. Meine arme Hella. Ich traue mich gar nicht, es ihr zu sagen. Sie hat sich so auf den Ball gefreut. Tut mir leid, Peter. Verdammte 13. Lorenz hat recht gehabt. Das ist eine Unglückszahl. Was denn für eine 13? Na, die Loge für den Ball. Jetzt kann ich mir die Karte an den Hut stecken. Überlass sie doch mir. Ich habe ja Zeit hinzugehen. Du bist doch allein. Was fängst du mit deiner Loge an? Patience legen. Ja, so schön. Dann nimm sie. Ich weiß gar nicht, was du hast. Also mir hat die 13 immer Glück gebracht. Ich weiß. Du fällst immer auf die Butterseite. Ich kann die ganze Nacht hier sitzen und arbeiten. Du gehst auf den Ball. Wiedersehen. Wiedersehen. Servus. Ja. Vergiss den Anruf nicht. Nein, du. Ich stell mir den Wecker auf 23:30, damit ich es nicht vergesse. Oder noch besser, auf 23:00. Bei schönen Frauen weiß man nie, wie viel es geschlagen hat. He? Tschüss. Hol ich der Teufel. Ich bitte dich, beruhig dich doch. Wenn der Generaldirektor das verlangt, was soll ich dagegen tun? Das fragst du mich? Ich an deiner Stelle wüsste, was ich zu tun hätte. Ich würde ihm sagen, Herr Generaldirektor, zu Hause wartet meine Frau auf mich. Ich kann ihr unmöglich in letzter Minute absagen. So hätte ich gesprochen, wenn ich du gewesen wäre. Dazu gehört allerdings Mut. Aber seiner Frau abzusagen, dazu gehört kein Mut. Aber Hella, du sprichst wie ein Kind. Kinder sprechen bekanntlich die Wahrheit. Hella, hast du keine Chrysantheme für mich ins Knopfloch? Doch, Papa. Moment. Was ist denn, du schnüffelst da? Was hat sie denn? Du weißt doch wegen der Absage. Ach so. Ich könnte mich doch eigentlich Papa anschließen. Nicht bei Papa. Du wirst mich doch mitnehmen auf den Ball. Das ist ausgeschlossen. Ja, warum denn? Ich gehe ja gar nicht auf den Ball. Du bist doch im Frack. Ja, ich wollte gehen, aber ich habe so Kopfweh. Ich hole dir ein paar Tabletten. Na, was heißt Tabletten? Wozu denn? Du hast so Kopfweh. Na ja, jetzt doch nicht, erst später. Woher weißt du jetzt schon, dass du später Kopfweh bekommen wirst? Das weiß ich eben. Wir kriegen Föhn. Merkst du das nicht? Das spüre ich immer vorher, nicht wahr? So, und jetzt gehe ich. Ja, wohin denn? Wohin denn? Das ist eine komische Frage. Ins Bett natürlich. Jetzt schon? Ja. Du bekommst doch erst später Kopfweh. Der kluge Mann baut vor, nicht wahr? Ich wünsche jedenfalls keinesfalls von morgen früh gestört oder geweckt zu werden. Auf Wiedersehen, Peter. Tut mir leid, mein Kind. Wenn ich nur nicht solche Kopfweh bekommen würde. Oh. Was ist denn? Oh. Verflucht, jetzt habe ich aber wirklich Kopfweh. Oh. Komische Kopfschmerzen. Oh, ja, ich muss jetzt auch gehen. Also dann.
Willst du mir nicht gute Nacht sagen? Na schön. Auf Wiedersehen. Dem das repräsentativste Fest des diesjährigen Faschings stattfindet. Das größte Ereignis der Ballsaison. Ein festlicher und turbulenter Abschluss. Der Saal ist in ein Meer von Licht getaucht. Ein Märchen aus tausend und einer Nacht. Eine Symphonie von Schönheit, Eleganz und Fantasie. Ach, schön muss das sein. Und ich kann nicht dabei sein. Alles umsonst. Neue Kleid, die Eintrittskarten. Also ich an deiner Stelle, ich gehe mir hin. Ja, wie stellst du dir das vor? Du hast doch alles vorbereitet. Na ja, und Peter? Braucht doch nichts davon zu wissen. Eigentlich hast du recht. Warum soll ich mir das nicht ansehen? Und wenn es nur eine halbe Stunde ist? Frau Heider, komm, mach dich fertig, ich helfe dir. Aber du musst mitkommen, ich gehe nicht allein. Ich habe nichts anzuziehen. Warte, du, ich habe ein Kostüm vom vorigen Jahr. Was kannst du nehmen? Sag mal, wo ist es denn? Ach da, schau. Ach, das ist schick. Ist das nicht nett? Ja, aber ob es mir passen wird, dir bestimmt großartig stehen. Du, was sagst du, wie schön mir dein Kleid passt? Ich hab's dir doch gleich gesagt. Wir haben doch fast dieselbe Figur. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Wir wollen doch bald wieder zurück sein. Ich bin fertig. Also los, komm. Um Himmels Willen, mein Mann. Ja? Nein, mein Mann ist nicht zu Hause. Ja, ich bin seine Frau. Oh, sehr erfreut, gnädige Frau. Mein Name ist Paul Hohenfels, ich bin ein Jugendfreund Ihres Mannes. Ja, ja, ganz recht. Gut, ich rufe dann Peter im Büro an. Hoffentlich habe ich recht bald das Vergnügen, Sie kennenzulernen. Also dann, hoffentlich auf bald. Wer war's denn? Oh, ich habe keine Ahnung, irgendein Freund von Peter. Komm. Großartig, wie du ausschaust, Pipsi. Bitte sag doch nicht immer Pipsi zu mir. Aber ich nenne dich doch immer so. Na ja, sonst. Aber zu einer Pompadour kann man doch nicht Pipsi sagen. Das verletzt mein Stilgefühl. Na, wie soll ich dich denn sonst nennen? Na, ganz einfach, Frau Marquise. Gnädige Frau, Herr Kommerzienrat, begrüße Sie im Namen des Ballkomitees. Meine Damen und Herren, Lola Hernandez singt für Sie das Lied der Pompadour. Im Rokoko waren die Herren noch galant und sie trugen gepflegte Perücken. Und die Damen, die waren so schick und charmant und das Leben war amüsant. Damals hatten die Pärchen für Liebe noch Zeit und man spielte mit Worten und Blicken. Das war damals so Brauch und das tun wir heute auch. Denn auch wir sind zu allem bereit. Ich mach es wie die Pompadour, oh la la, la la. Die winkte mit dem Fächer nur und Monsieur war da. Wollen doch einmal sehen, wohin sowas führt. Wer von uns das Spiel gewinnt und wer's verliert. Ich mach es wie die Pompadour, die war raffiniert. Denn die hat einst
ein Königreich spielend leicht regieren. Doch was sie gekonnt, ja, das kann auch ich. So wie sie ein Königreich, so regier ich dich. Mir ist die Maske gerissen. Ich gehe schnell zum Spiegel. Komm, gib mir inzwischen deinen Mann. Danke. Bitte. Okay. Zusammen, bitte. Ja. Nein. Also separat. Nein. Ja. Mein Herr, Sie haben Ihre Garderobenmarke vergessen. Oh ja, schnell. Komm schnell. Komm. Aber was hast du denn nur? Ich habe gelächelt. Ja, und warum sollst du nicht lächeln? Komm. Darf ich bitten? Wir treffen uns später in der Loge. Ja. Bitte. Loge 13. Bitte. Danke. Ihre Nummer, bitte. Loge 13. Bitte. Danke. Der Herr Gemahl ist schon drin. Wer? Der Herr Gemahl. Was ist denn? Die Gnädige Frau ist gekommen. Ach ja, natürlich. Genau. 10 Mark, das ist nicht seine Frau. Die Frau mit dem schönsten Lächeln. Ich freue mich, dass Sie zu mir kommen. Wie kommen Sie hier herein? Ich meine, wer hat Ihnen diese Loge angewiesen? Der Logendiener natürlich. Er hat sich geirrt, diese Loge gehört mir. Verzeihen Sie, die Loge gehört mir. Aber ich fühle mich sehr glücklich, wenn Sie meine Loge als die Ihre betrachten. Ich werde mich nicht auf Ihre Spitzfindigkeiten einlassen. Und ich werde einer Dame nicht widersprechen. Aber ist es schließlich nicht gleichgültig, ob Ihre Loge oder meine Loge? Es ist einfach unsere Loge. Bitte nehmen Sie doch Platz. Oh, ich denke nicht daran. Ach, sieh mal, das ist eine süße Frau. Wo? Die mit dem tiefen Dekolleté. Ich kann nicht fort. Ich hab's ja gewusst. Werden Sie nicht frech? Wer kennt sich bei den Frauen aus? Ein Moment. Was machen Sie denn da? Ich klingle. Ja, das sehe ich. Ich werde mir seinen Bundesgenossen gegen Sie holen. Sekt. Sie werden jetzt eine Flasche Sekt mit mir trinken. Ach, Sie sind verrückt. Ja, nach Ihnen. Also was fällt Ihnen ein? Bitte, bitte, bitte. Sie dürfen es nicht abschlagen. Das können Sie einfach der alten Dame nicht antun. Welche alten Dame? Meine Mama. Sie würde sich zu Tode kränken, wenn sie erfährt, dass Sie es abgelehnt haben, ein Glas auf die Gesundheit Ihres Lieblings zu trinken. Also wissen Sie, was Sie sind? Bitte keine Komplimente. Ein Hanswurst. Gottlob, Sie lachen. Also bitte, eine Flasche. Ich hole sie. Bin gleich wieder da. Nein, bitte. Erzähl mir keine Geschichte. Oh? Nein, nein, das glaube ich dir nicht.
Herr Kommerzienrat. Servus, mein Lieber. Darf ich bekannt machen? Herr von Winterstein, Marquise Pompadour und ich bin Ludwig der Erste. Ludwig der Erste? Ich denke, Ludwig war der 15. Ja, aber ich bin der Erste. Ach, aber Ludwig. Ach, Anni, da bist du ja. Ella, du weißt, wer da ist? Papa, ich weiß, ich habe ihn schon gesehen. Und mir hat er gesagt, er hat Kopfschmerzen und geht zurück. Wie kriegt man ihn bloß von der Logentür weg? Er kennt mich doch sicher sofort. Sei ganz ruhig, das mache ich. Ich krieg ihn schon weg. Du, Anni, und falls wir uns verfehlen, ich lasse die Garderobenmarke bei der Garderobe zurück für dich. Ja? Welche Nummer? 560. Gut. Du, dass du dich nicht verrätst. Keine Sorge. Verzeihen Sie bitte, wie spät ist es? Dem Glücklichen schlägt zwar keine Stunde, aber bitte. Danke. Ich finde es aber gar nicht nett von ihm, dass er Sie so lange warten lässt. Sie würden so etwas nicht tun. Bestimmt. Das habe ich mir gleich gedacht. Ein Kavalier. Ein Kavalier der alten Schule. Na, alte Schule, das höre ich gar nicht gern. Aber wieso? Die alte Schule war doch sehr gut. Heutzutage, da lernen die Männer nur noch, was sie für den Beruf brauchen. Ich würde Ihnen sehr gerne zeigen, was ich außerberuflich gelernt habe. Ich bin noch sehr schüchtern. Das ist schade. Wollen wir nicht tanzen? Gern. Und dann Champagner trinken? Und das nennen Sie schüchtern. Kommen Sie. Ja, jetzt wollen wir aber was trinken, nicht? Ja. Das Champagner, darf ich bitten? Dankeschön, ich mach schon selbst. Es tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Was denn jetzt, wo ich den Champagner bestellt habe? Nein, nein, nein. Warum denn? Es erwarten Sie doch zu Hause keine schreienden Kinder. Doch, 16 Stück. Alle schreien. So, dann lassen Sie ruhig schreien, die hören von selber wieder auf. Wir trinken jetzt. Danke, ich trinke nicht. Sie trinken nicht, Sie flirten nicht, Sie tanzen nicht, Sie sind mir ein Rätsel. Man kommt doch auf einen Ball, um etwas zu erleben. Besonders, wenn man allein herkommt. Aber wenn man sich ihnen nähert, da strömt eine Kälte aus, dass ein frischer Idee eine Wärmeflasche gegen sie ist. Warum zerbrechen Sie sich den Kopf über mich? Weil Sie mich faszinieren, interessieren. Trotzdem ich so viel Kälte ausströme. Gerade deshalb, Ihr Widerstand reizt mich. Helfen Sie mir, ihn zu überwinden. Hm? Helfen soll ich Ihnen auch noch? Na, schwachen Menschen muss doch geholfen werden. Hm? Trinken Sie endlich ein Glas Champagner mit mir. Bitte, bitte. Na? Wo ist jetzt schöne Maske? Das schmeckt. Ja. Sie sind wirklich ein Kavalier alter Schule. Oh, charmant. Noch ledig? Ja. Darf ich um Ihre Hand bitten? Was? Ich möchte gern wahrsagen. Ach so, ja bitte bedienen Sie sich. Was habe ich gesagt? Kavalier, alte Schule. Ja. Donnerwetter, Sie lieben, Sie lieben. Ruhig. Ja, haben Sie ein Glück. Ein Glück? Sie haben eine Nichte. Ja. Eine reizende Nichte, eine zauberhafte Nichte, ja. Ein süßes Geschenk. Ja, na, das ist Ansichtssache, wissen Sie. Das ist ein wahrer Engel. Ja, ich möchte von der Nichte jetzt nichts mehr hören. Das ist aber schade. Ja, na, was habe ich denn noch? Sie haben eine Tochter. Stimmt, aber wo ist die jetzt? Die ist auch auf dem Ball. Falsch, die liegt im Bett und schläft. Ah ja, hier steht's, hier. Da steht's. Liegt im Bett. Ja, na, du scheinst dich ja großartig zu unterhalten. Oh, ich versuche mich zu trösten. Ja, das sehe ich. Ist sie das? Ja. Sie wissen doch gar nicht, wie ich aussehe. Darin liegt gerade der Zauber. Sonst hätte doch die ganze Maskerade keinen Sinn. Dieser prickelnde Reiz der Ungewissheit. Wie beim Spiel. Man zieht einen los und weiß nicht, ob man gewinnt oder verliert. Das hängt ganz vom Glück des Spielers ab. Darum hüten Sie sich heute zu spielen. Sie haben Pech. Ich bin alt und hässlich. Nein, Sie sind jung und schön. Dieser Duft, berauschend. So war der Paris. Stimmt's? Falsch. Chanel Nummer 5. Ich habe Ihnen ja gleich gesagt, Sie verlieren heute Abend. Warum wollen Sie mir mit Gewalt eine Illusion zerstören? Oh. Was ist denn das? Mein Gedächtnis. Ich wollte sagen, mein Wecker. Ich muss schneller mal telefonieren. Ja. Ich übrigens auch. 20 Kisten Pleuelstangen. Guten Morgen, Herr Doktor. 11 Kisten. Das heißt, guten Morgen, wir sind mitten in der Nacht. Wie geht's Ihnen denn? Wie soll es mir schon gehen?
Ach, Ihre Frau, wenn die Sie jetzt so sehe. Ja, die könnte vor Mitleid kein Auge zutun. Ich bringe Ihnen hier meine letzte Hallowach-Tablette. Das ist fein, danke Ihnen. Die haben Sie nötiger als ich, Lorenz. Prost. Gut, danke sehr, Doktor. Wo sind die Bestandteile? Oh, jetzt habe ich ja die Schlaftabletten erwischt. Na dann, gute Nacht. Hallo Peter, bist du's? Oh, ich bin eben mal aufgewacht. Hatte solche Sehnsucht nach dir. Es tut mir so leid, dass ich heute Abend so ekelhaft zu dir war. Hm? Ja, Peter. Ich hab dich sehr lieb. Na siehst du, es ist doch schön, dass du nicht mehr traurig bist. Ja, ich komme erst gegen morgen nach Hause. Liebling, jetzt dreh dich auf die andere Seite und schlaf weiter. Ja? Kannst du nicht? Dann zähl Krokodile. Also, dann Schmetterlinge, ja? Verdammt, noch einmal dauernd besetzt. Gute Nacht, Peter. Und arbeit nicht zu viel. Mein Mantel, bitte. Na endlich, Peter. Dein Apparat war ja immer zu besetzt. Na, entschuldige schon, ich habe mir erlaubt, mit meiner Frau zu sprechen. Nein, der Chef hat noch nicht nach dir gefragt. Leider. Da bin ich aber froh. Erraten, mein Lieber. Du, ich habe eine Frau kennengelernt. Also so etwas Süßes hast du in deinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Aber du kennst mich doch. Du weißt doch, ich erreiche immer, was ich will. Ich wette mit dir über einen Korb Sekt. Dann gib nur Acht, dass du nicht den Korb bekommst und den Sekt verlierst. Ah, ausgeschlossen. Also grüß dich. Was? Sie wollen schon gehen, nee, Frau? Ja, ich muss leider. Mein Mantel, bitte. Bitte? Begleite Sie selbstverständlich. Und wieso selbstverständlich? Kannst du doch jetzt nicht allein lassen. Ach, jetzt habe ich meinen Fächer vergessen zu tun. Wo? Ja, hier irgendwo im Logengang an einer Spiegelkonsole muss er liegen. Einen Moment, ich suche ihn gleich, ja? Heben Sie die Garderobenmarke auf, die andere Dame holt Ihren Mantel später. Guten Eva. Pardon. Gnädige Frau, ich fasse mir jetzt endlich mein Herz. Ich muss Sie jetzt einfach ansprechen. Bitte? Gnädige Frau, ich bewundere... Bitte bewundern Sie. Ich bewundere Ihren Fächer. Das ist doch der Fächer da. Pompadour, ich habe ihn sofort erkannt. Ein herrliches Stück, 18. Jahrhundert. Genau das fehlt mir. Aber sonst fehlt Ihnen nichts. Ich bin Museumsdirektor und gerade dieses Stück fehlt mir in meiner Pompadour-Sammlung. Für so etwas könnte man zum Dieb werden. Würden Sie ihn mir liebenswürdigerweise käuflich überlassen? Sie sind wohl betrunken, mein Herr. Das Stück ist unverkäuflich. Ja, aber ich bin doch... Schade. Ein Taxi, bitte. Jawohl, Taxi. Hallo, Lola. Schön, dass ich dich treffe. Darf ich vorstellen, Ludwig der Erste. Freut mich sehr. Lola, wollen wir tanzen? Ja, aber gern. Sie gestatten doch. Aber ja, natürlich, komm halt mal. Pipsi, du hast mir doch versprochen. Aber Liebling, reg dich doch nicht auf. Das Leben ist so kurz. Gehen wir. Servus, Röder. Na, wie unterhältst du dich großartig hier, was? Ach, steht. Ja. Was hast du denn da hinterm Ohr? Was habe ich denn hinterm Ohr? Auch du, mein Brutus? Wieso du? Und was heißt Brutus? Ich bin Ludwig. Auch einen Kuss von der Pompadour hinters Öhrchen bekommen? Bist du auch? Servus, alter Genießer! Ludwig der Erste. Dass ich nicht lache. Vielleicht Ludwig der 20. oder der 30. Wo ist denn der Fächer? Der Fächer ist ja weg. Der Fächer! Wo ist denn der Fächer? Sagen Sie, wo ist denn die Dame? Die ist schon weggegangen. So. Mein Herr, Sie haben einen Handschuh vergessen. In meiner Garderobe, bitte.
Ah, da habe ich Sie ja. Rücken Sie sofort den Fächer heraus. Ich verstehe Sie nicht. Sie verstehen mich ganz genau. Den Fächer her oder ich hole die Polizei. Sie sind ja verrückt. Sie sind verrückt, das habe ich schon vorhin bemerkt. Her mit dem Fächer. Polizei! Polizei! Ja, ja, Sie sind ein Dieb. Das ist eine Beleidigung. Das wird sich sofort herausstellen. Ruhe, Ruhe, ja, was ist denn passiert? Herr Oberwachtmeister, dieser Herr hat mir einen Fächer gestohlen. Bitte? Dieser Herr? Ja, ja. Die Sache muss sofort mit allen Fächern untermittelt, mit allen Mitteln unterfächert, untersucht werden. Sie wollen also behaupten, dass ein Fächer gestohlen worden ist? Ja, ein sehr wertvoller Fächer von der Pompadour. Wo wohnt diese Pompadour? Die wohnt überhaupt nicht, die ist tot. Wieso ist dir denn dann der Fächer gestohlen worden? Er ist nicht ihr gestohlen worden, er ist mir gestohlen worden, aber er gehörte ihr. Wem? Der Madame Pompadour. Versuchen Sie nicht, uns dumm zu machen. Wer ist denn diese Madame Pompadour? Eine Rokokokotte. Eine was? Eine Rokokokotte. Eine Rokokokotte. Der stottert. Wo bleibt denn das Taxi? So lange, Eva. So, meine Gnädigste, hier ist Ihr Fächer. Ah, 1-0 für Sie. Das war so nur eine kleine List, um mich loszuwerden, hm? Sie merken aber auch alles. Es tut mir sehr leid, dass ich Sie umsonst bemüht habe, aber ich darf Sie jetzt bitten, auszusteigen. Hallo? Nein, zur Strafe fahre ich jetzt mit. Ich will ja nicht ungebührlich neugierig sein, aber wie stellen Sie sich eigentlich den weiteren Verlauf dieses Abends vor? Oh, das ist aber nett von Ihnen, dass Sie das mir überlassen. Also, dann fahren wir jetzt einmal zuerst zu Ihnen nach Hause und plaudern noch ein bisschen. Kommt nicht in Frage. Also gut, dann fahren wir in ein nettes kleines Restaurant und trinken noch eine Flasche. Kommt auch nicht in Frage. Darf ich einen Vorschlag machen? Bitte? Sie steigen jetzt endlich aus. Kommt auch nicht in Frage. Die Dame hat den Mantel zurückgelassen. Dankeschön. Der gehört nicht mir. Halt! Das ist mein Zylinder. Sind Sie vielleicht der Schornsteinfeger? Bin ich schwarz, bin nur blau. So, jetzt bin ich zu Hause. Ach ja, sind wir schon da? Darf ich Sie noch bitten, mir einen guten Rat zu geben? Aber gerne. Wie komme ich ins Haus, ohne dass Sie mir weiter folgen? Das ist aber sehr schwer. Also offen gestanden halte ich das für ausgeschlossen. Oh, Sie haben doch so viel Fantasie. Denken Sie ein bisschen nach. Na, vielleicht geht es, wenn Sie mir versprechen, dass wir uns morgen wiedersehen. Das verspreche ich Ihnen gern. Ja? Also gut, auf morgen dann. Gute Nacht und noch vielen Dank für den guten Rat. Gute Nacht. Verzeihung, okay. Jetzt sind Sie ja schon wieder hier. Wir haben ja gar nicht besprochen, wann wir uns wiedersehen wollen und wo. Na, hätten Sie mich das nicht im Taxi fragen können? Eigentlich ja. Da kommt jemand. Man darf Sie nicht sehen. Na, ich kann mich ja nicht in Luft auflösen. Also verstecken Sie sich doch. Aber wo? Kommen Sie schnell. Ja, meine Köchin. Du musst aber ganz leise sein. Mhm. Na, steckt dir ein Schlüssel? Komm. Na, mit der Moral scheint es in Ihrem Hause auch nicht weit her zu sein, hm? Werden Sie nicht unverschämt. Oh, Verzeihung. Jetzt sind wir eingesperrt. Was mache ich bloß? Soll ich den Schlüssel von der Köchin holen? Ach, um Gottes Willen. Was fällt Ihnen ein? Nee. Wie bringe ich Sie bloß hier heraus? Ich werde ganz einfach aus dem Fenster steigen. Aber es geht doch nicht. Es ist doch alles vergittert. Ein fideles Gefängnis. Na schön, dann werde ich Ihnen bis morgen früh hier warten. Sind Sie wahnsinnig? Ach, das ist zum Zweifeln. Setzen Sie sich da. Sie werden müde werden, bis morgen früh ist noch lange Zeit. Sie sind ein fürchterlicher Mensch. Nur nicht die Nerven verlieren.
Ich habe mal eine ganz ähnliche Geschichte erlebt. In einer Berghütte, da waren wir auch eingeschlossen. Wollen Sie mir jetzt Geschichten erzählen? Sie müssen hier raus. Ich aber wie? Warten Sie. Über den Balkon. Kommen Sie. Was ist denn los? Ich bin eine Stufe heruntergefallen. Tut mir leid. Das ist aber lieb. Dass es nicht die ganze Treppe war. So. Kommen Sie schon. Sehr menschenfreundlich. Kommen Sie. Da geht's hinunter. Zu hoch. Das ist doch höchstens 2 Meter. Was? Da muss ich weitsichtig sein. Mir kommt's wie 10 vor. Was wollen Sie? Bevor ich springe, will ich wenigstens sehen, für wen ich mein Leben riskiere. Behalten Sie lieber Ihre Illusionen. Bitte, springen Sie. Gut. Was wollen Sie denn noch? Was machen Sie denn da? Mut antrinken. Mut antrinken? 2 Meter, dazu braucht man sehr viel Mut. Also ich sage Ihnen, ich habe einmal einen Mann kennengelernt, der hat sich bloß aus dem Bett... Also Sie sollen mir jetzt keine Geschichten erzählen. Schade, ich habe sonst immer großen Erfolg damit. Warum ziehen Sie sich denn aus? Nö, ich dachte, weil Sie... Naja, ich bin ja hier schließlich zu Hause. Nö, ich fühle mich ja auch sehr zu Hause. Also bitte, jetzt springen Sie endlich hinunter. Ja, Sie haben leicht reden, schließlich geht es ja um mein Genick, nicht? Bei mir geht es um etwas mehr, nämlich um einen guten Ruf. Also bitte, wenn Sie so reden, dann muss ich natürlich. Bin für Sie zum Dieb geworden, darauf steht Zuchthaus, mindestens 3 Jahre. In was für eine Situation Sie mich gebracht haben? Mein Gott, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Sie geben morgen den Fächer am Fundbüro wieder ab, aber jetzt gehen. Ja, ich gehe schon. Ich weiß, Sie können meinen Tod nicht erwarten. Was ist denn schon wieder? Oh. Herzklopfen. Stiche. Beklemmung. Das bekomme ich immer wieder, wenn ich Cognac trinke. Ja, warum haben Sie ihn denn dann getrunken? Ja, weil Sie ihn auch hier so herumstehen lassen, nicht? Also bitte lassen Sie mich hier nur einen Moment ganz ruhig sitzen. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser bringen? Nein! Gottes Willen, nein. Vielleicht einen Mokka, wenn ich bitten dürfte, der hilft. Sagen Sie, das mit Ihrem Herzklopfen, ist das vielleicht eine Finte? Also bitte fühlen Sie doch selbst. Nein, danke schön. Da koche ich Ihnen schon lieber einen Mokka. Aber sehr heiß bitte, ja? Vielleicht auch noch die Abendzeitung. Jetzt sind Sie aber nicht nett zu mir. Überall gesucht. Gott sei Dank, dass du da bist. Was ist denn passiert? Ein Mann ist im Salon. Wie ist er denn da hereingekommen? Ja, ich weiß es selbst nicht. Hella. Also ich schwöre dir, es war alles ganz harmlos. Ich kann dir gar nicht erklären, wie es gekommen ist. Bitte hilf mir, ihn loszuwerden. Komm, bitte. Schnell. Was sollen wir denn in der Küche? Ach, ihm ist schlecht geworden und er will nicht gehen, bevor er einen Mokka bekommt. So eine Frechheit. Wie sieht er denn überhaupt aus? Ach, sehr nett. Reizend sogar. Wie solche Männer eben aussehen. Den Typ kenne ich, meinen Hamburger, der war genauso. Bei so einem, da hilft nur rohe Gewalt. Wie meinst du denn das? Wir müssen ihn einschläfern und in den Park schleppen. Also du hast die Ideen. Das habe ich im Kino gesehen. Oder du kannst ihn auch erschlägen. Ach, du bist grausam. Findest du? Dann schütt ihm doch den heißen Mokka auf den Kopf. Verandlich. Kaltes Wasser geht auch. Hauptsache Wasser, viel Wasser. Ein nasser Mann ist vollkommen ungefährlich. Also ich kann das nicht. Du bist eben nicht energisch genug. Warte, ich gehe für dich hinein. Du? Ja, wir sehen, wie rasch ich den loswerde. Zieh dein Kleid aus. Wozu? Damit ich hineinschlüpfen kann. Dann glaubt er, ich bin du und es gibt keine langen Kontroversen. Das ist gut. Nett. Sehr nett. Hallo, Peter, bist du es? Ich bin eben dabei, unsere Wette zu gewinnen. Der Chef hat nach mir gefragt. Du, Peter, bitte sorg dafür, dass ich noch eine Stunde Zeit habe, ja? Eine schwache Stunde. Wo ich bin? Im 7. Himmel. In Ihrer Wohnung natürlich.
Ja, ich weiß nicht, wo das ist, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, sie hat ja eine Maske um. Eine Maske? Aha, das wird ihr Trick sein. Na, viel Glück, Paul, meinen Segen hast du. Ja, ja, ich richte schon so ein, dass du noch eine Stunde Zeit hast. Ich kann dich doch dort anrufen. Gib mir mal schnell die Nummer. Einen Moment. Das ist 9-7? 9-7? Muss ja ganz in meiner Nähe sein. Weiter. Oh, du, den Rest kann ich nicht entziffern. Das ist ganz zerkratzt. Ja, wenn du die Nummer nicht findest, kann ich dich auch nicht anrufen. So. Und jetzt noch von meinem Parfum. Danke. Glaubst du, dass er den Schwindel merkt? Der Mann, der verliebt ist, merkt überhaupt nichts. So, und jetzt schau, dass du ihn so schnell wie möglich los wirst. Verlass dich darauf, er fliegt den Bogen hinaus. Du weißt, Wasser ist das beste Abwehrmittel. Hoffentlich geht alles gut. Oh. Bitte einen Mocker. Jawohl, da ist der Mocker. Was ist denn? Was haben Sie denn? Ich weiß nicht, Ihre Anwesenheit und die ganze Aufregung. Also wissen Sie, ich habe mir's überlegt. Ich werde Sie von meiner Anwesenheit jetzt befreien. Ich springe endlich. Ich muss Ihnen auch sagen, dass mit dem Herzklopfen, das war ein kleiner Schwindel. Sind Sie mir nicht böse? Gute Nacht. Oh! Gottes Willen, ist Ihnen nicht gut? Das Herz. Herzklopfen. Herzklopfen? Wer kennt sich bei den Frauen aus? Jetzt habe ich aber wirklich Herzklopfen. Ich auch. Du hast ja ein Muttermal. Ein süßes Muttermal. Meine Schwäche. Jetzt musst du aber gehen. Mm-mm. Bitte. Wenn du so sagst, dann muss ich natürlich. Wann darf ich wiederkommen? Wo bin ich hier überhaupt? Das sag ich dir nicht. Ich brauche hier unten auf die Hausnummer, auf das Straßenschild zu sehen. Nein, das darfst du nicht. Daran wird mich keine Macht der Welt hindern. Drängst du mich, dass ich vom Balkon springe und jetzt fragst du, wohin ich will? Du bist die geheimnisvollste Frau, der ich je begegnet habe. Hallo Sie, was machen Sie denn da oben? Guten Abend. Ich frage Sie, was Sie da oben machen! Ja, das ist ja auch noch her! Anni, endlich! Ja, das hat aber lang gedauert. Das war ein sehr schwieriger Fall. Ja, hat denn das mit dem Wasser nicht geklappt? Doch, doch. Ich habe nur plötzlich so Herzklopfen bekommen. Was du? Ich denke eher. Vielleicht ist sowas ansteckend. Sag mal, du bist ja so komisch. Was hast du eigentlich? Hella, ich bin so glücklich, dass wir ihn los sind. Morgen.
Tanzen Sie ruhig weiter. Sieht ganz reizend aus. Danke. Ist doch mein Hut. Natürlich. Wie kommt denn der Zylinder hierher? Aber der gehört doch Ihnen, Herr Kommerzienrat. Das weiß ich. Aber er ist mir gestern auf den Ball abhanden gekommen. Auf den Ball? Ja. Aber Sie waren doch gar nicht auf dem Ball. Sie waren doch im Bett und hatten Migräne. Gut, dass Sie mich erinnern. Natürlich war er im Bett. Eigentlich schade. Es wäre nett gewesen, wenn wir uns gestern begegnet wären, nicht? Wir hätten zusammen getanzt. Aber Herr Kommerzienrat, mit einem Zimmermädchen. Aber am Fasching werden vielleicht sogar an der Bar ein Glas Sekt zusammen getrunken, nicht? Da wäre Ihre Begleiterin aber schön eifersüchtig auf mich geworden. Woher wissen Sie denn das? Guten Morgen, Papa. Guten Morgen. Na, wo ist denn Peter? Er schläft noch. Der Arme hat bis heute früh gearbeitet. Annie, wenn Sie nachher mein Zimmer machen... Stell dir vor, Annie, heute Morgen war schon ein Polizist hier. Nein. Ja, er hat mit der Köchin gesprochen und will wiederkommen. Was machen wir denn da? Also, du musst sofort aufs Polizeirevier gehen und alles ableugnen. Sag, bei uns ist niemand vom Balkon gesprungen. Hoffentlich glaubt er mir. Ja, hoffentlich. Und komm bald zurück, damit es nicht auffällt. Papa! Papa! Ah. Das Frühstück! Oh lala, oh lala, ich mach's wie die Pompadour. Was ist los? Wie bitte? Du scheinst eine unruhige Nacht gehabt zu haben. Ja, wieso? Warum sind Sie denn so verstockt, kleines Fräulein? Es ist doch auch in Ihrem Interesse, wenn wir einen Einbrecher fassen. Bei uns ist aber niemand vom Balkon gesprungen. Woher wollen Sie denn das wissen? Sie haben doch sicher geschlafen. Nein, ich war wach. Aber in Ihrem Zimmer? Nein, ich war auf dem Balkon. Ach nee, mitten in kalter Winternacht auf dem Balkon. Was haben Sie denn da gemacht? Oh, mir war heiß. Ich habe Sternschnuppen gezählt. So. Tja, der Beamte hat aber genau gesehen, dass ein Mann in einem hellen Anzug von Ihrem Balkon gesprungen ist. Sehen Sie, dass er nichts gesehen hat? Der Herr hatte einen Frack an. Naja, da können wir den Akt ja schließen. Sie sehen, kleines Fräulein, die Polizei bekommt schließlich alles heraus. Und die Polizei kommt nicht mehr zu uns. Ach, liebe Ware, wir werden doch nicht die Pferde wild machen. Danke. Hallo, Fräulein. Darf ich Ihnen noch einen guten Rat geben? Das nächste Mal lassen Sie Ihren Freund zur Türe hinaus, sonst bricht er sich vielleicht noch mal das Genick. Das ist auch bequemer. Anni, das ist doch nicht möglich. Ich träum doch. Sie hier? Ja, wie kommen Sie hierher? Und warum sind Sie damals in Hamburg so plötzlich verschwunden? Ja, ich musste einfach. Ich kann Ihnen das alles nicht so genau erklären. Ach so, wissen Sie, und jetzt sehen wir uns ja wieder auf einem Polizeirevier. Da sieht man doch gleich, dass das Schicksal noch manches mit uns vorhat, ne? Warum schauen Sie mich denn so an? Na, ich weiß nicht, wenn ich das ansehe, dann habe ich plötzlich das Gefühl... Was denn? Ach nichts, das muss ein Traum gewesen sein. Ah ja? Ja, aber jetzt habe ich ja nicht mehr nötig, von Ihnen zu träumen. Jetzt habe ich Sie in Natur. Wollen wir hier noch lange so stehen bleiben? Wieso? Sie stehen nämlich auf meinem Fuß. Oh, Verzeihung, so etwas. Sie haben recht, kommen Sie, gehen wir. Wohin? Wohin Sie wollen. Jedenfalls weiche ich jetzt nicht mehr von Ihrer Seite. Nein, das geht nicht. Und ob das geht, wo wohnen Sie überhaupt? Bei Verwandten. Sehr schön, die freuen sich sicher, mich kennenzulernen. Kommen Sie. Also gut, warten Sie hier einen Augenblick. Ich habe da drin was vergessen. Ich bin gleich wieder da. Schön. Herr Wachmeister. Bitte noch eine Frage. Ja? Geht's dort auch auf die Straße? Ja, über den Hof. Danke. Also, Herr Meierhofer, Sie haben mich verstanden. Ja. Diese Trennungswand kommt raus. Und dafür geben Sie diese Papierwand, da ist nämlich das gleiche Bild drauf, hier in diesen Rahmen, damit man vorläufig nichts merkt. Ja. Ist klar? Ist klar. Soll nämlich eine Überraschung für meine Frau werden. Geht in Ordnung, Herr Doktor. Gut. Hallo, Anni. Komm mal her. Sehen Sie mal. Oh, ist der Ring aber schön. Nehmen Sie ihn. Danke. Stecken Sie ihn in ein Brötchen und legen Sie ihn meiner Frau auf den Frühstückstisch. Ach so. Ja, aber, verstanden? Ja. Lorenz, was erlauben Sie sich? Hat gar nicht gewirkt.
Hm? Wann bist du denn schon aufgestanden? Wollte dir nur guten Morgen sagen. Guten Morgen, Papa. Guten Morgen. Und weiter nichts? Frühstücken. Weißt du denn gar nicht, was heute für ein Tag ist? Doch, Mittwoch. Tja, Mittwoch. Na nun, Papa, bist du schlecht gelaunt? Ach, ich habe heute Nacht Unannehmlichkeiten gehabt. Ah, im Bett? Ja, natürlich. Ich habe schlecht geträumt. Oh, tut mir aber leid. Ach, das ist ja interessant. Diebstahl auf dem Ball. Auf dem gestrigen Ball wurde ein wertvoller Fächer gestohlen. Ach nee. Der Bestohlene, ein älterer, etwas rundlicher Herr, lief äußerst aufgeregt im Ballsaal umher und hielt jeden für den Fächerdieb. Was gibt's denn da zu lachen, wenn ein Fächer gestohlen wird? Ich verstehe nicht, wie man sowas Wertloses stehlen kann. Wertlos? Hast du eine Ahnung, was mich der Fächer gekostet hat? Dich? Wieso mich? Du hast doch eben mich gesagt. Ich habe mir, also wie du einem die Worte im Mund rumdrehst, hast du das gehört? Sie behauptet, ich habe mich gesagt. Ich weiß gar nicht, was da zu streiten gibt. Was geht euch der Fächer an? Sag doch, was geht uns der Fächer an? Die Brötchen. Danke, ich habe schon gefrühstückt. Aber du hast schon Ja. Tu mir den Gefallen und nimm noch ein Brötchen. Ja, wozu? Und so ein süßes, kleines Brötchen. Hm? Was soll ich damit? Das ist das Falsche. Na, schau nach, mach auf. Hm? Ach, Peter. Ach, wie schön. Ich danke dir. Ach, und ich dachte schon, du hättest unseren ersten Hochzeitstag vergessen. Soll dir nur ein Trost sein für den versäumten Ball. Hm? Ach, Peter, du bist so lieb. Und ich du recht hast du. Jede Frau an deiner Stelle wäre böse gewesen. Ach, ich war scheußlich zu dir. Also, wir wollen über den gestrigen Abend überhaupt nicht mehr sprechen. Abgemacht? Abgemacht. Ja? Wir wollen über den heutigen Abend sprechen. Schau, Papa, ist der nicht schön? Du glaubst doch nicht, dass ich unseren Hochzeitstag so sang- und klanglos vorübergehen lasse. Komm. Wir wollen heute Abend hier ein kleines Fest veranstalten. Oh ja, fein. Ja? Es muss alles mit Blumen dekoriert werden. Kamin, alles Blumen. Im Nebenzimmer kommt ein Buffet. Ja, und die Musik. Die Musik, ja, da machen wir hier ein Podium. Kommt der Flügel drauf, wird sehr hübsch. Und die Hauptsache, die Bar. Ach, die Bar, ja, das ist das Wichtigste. Das ist doch ganz einfach. Die Bar kommt hierher. Gezaubert. Das hat doch nur wunderbar geklappt. Mhm. Peter, das war wirklich eine glänzende Idee von dir. Überhaupt muss ich euch mal sagen, wie glücklich ich bin, dass ihr glücklich seid. Und wie glücklich ich bin, dass ich bei euch wohnen darf. Oh, Papa, genau genommen wohnen wir doch bei dir. Und stellt euch mal vor, ich wäre hier ganz allein. Dann wärst du wahrscheinlich längst wieder verheiratet. Na eben, deswegen bin ich doch so glücklich. Hallo, Charlie. Danke. Sie sind hier? Wie gut. Na, dann kann ja heute Abend nichts schief gehen, ne? Was mixen Sie denn da Schönes? Na, Sie kennen doch meine Spezialitäten, nee, Frau. Ich habe alles. Für jede Gelegenheit, jede Stimmung, jedes Temperament. Und was haben Sie da gerade in Arbeit? Meine neueste Schöpfung, Kuss mit Liebe. Ach, was macht man da alles hinein? Ich kann mir nämlich überhaupt nichts vorstellen unter einem Kuss mit Liebe. Endlich möchte ich einmal wissen, warum sich die Leute küssen. Tut denn das so gut? Ja, was denn Sie in Ihren Jahren sind darin noch nicht erfahren? Küssen geht ins Blut. Um mir dazu Mut zu machen, brauche ich ein paar scharfe Sachen. Hätten Sie was da? Oh ja, mein Cocktail Kuss mit Liebe, dessen Mischung ich hier übe, wirkt wie Paprika. Bitte einen Kuss mit Liebe. Aber gern. Weil ich den Genuss so liebe. Ein richtiger Kuss, der schmeckt noch süßer als Konfekt. Er geht so schnell ins Blut wie Sekt. Bitte einen Kuss mit Liebe. Hm? Ohne ist das Leben trübe. Doch mit, ja mit, gefällt es mir. Drum bitte einen Kuss von dir. Was ist denn in Ihrer Mischung, dieser köstlichen Erfrischung, gar so Tolles drin? Tja, Mixer mixen gegen Schwermut, Himbeersaft nicht nur mit Wermut, sondern auch mit Gin. So was mixen Sie doch alle, doch mir wird in Ihrem Falle glatt der Kopf verdreht. Das hier geht in Herz und Beine, was da drin ist, das ist meine Spezialität. Bitte einen Kuss mit Liebe, weil ich den Genuss so liebe. Ein richtiger Kuss, der schmeckt noch süßer als Konfekt. Er geht so schnell.
einen Kuss. Mit Liebe. Und ich will das Leben drüber. Doch mit, ja mit, gefällt es mir. Komm bitte einen Kuss von mir. Was ist denn los? Einen Augenblick stehen. Ist ja ganz dunkel. Jetzt gleich sehen. Ach, das ist ja Capri. Zur Erinnerung an unsere Hochzeitsreise. Der Blick aus unserem Hotel. Das soll der Vesuv sein. Du weißt, ich bin kein großer Maler. Der Rauch ist ein bisschen verunglückt. Peter, das hast du wirklich süß gemacht. Ja, gefällt es dir? Hella, ich will 5 Minuten mit dir allein sein. Ich will mit dir anstoßen auf das 2. Jahr unserer Ehe. Auf 365 Sonnentage. Unser Lied. Weißt du noch? Die ältesten Leute in Capri, die konnten sich nicht erinnern, dass es jemals so geregnet hatte. Die Weinberge waren verregnet. Die blaue Grotte war verregnet. Der Vesuv rauchte nicht mehr, der war auch verregnet. Und weil wir keinen Regenschirm dabei hatten, mussten wir Tag und Nacht im Hotelzimmer bleiben. Das war zu schön. Weißt du noch, was wir uns geschworen hatten, als der große Wolkenbruch niederging? Wir hatten uns geschworen, uns nie die gute Laune verderben zu lassen. Und dass es nie eine Unaufrichtigkeit zwischen uns geben soll. Was hast du denn? Du, Peter. Ich muss dir etwas sagen. Ja, was denn? Ich... Oh, Peter, ich hab dich lieb. Aha, da seid ihr ja. Ich suche schon überall. Komm, komm, Kinder, komm. Der Herr Direktor Rabitz möchte gerne ein paar Worte sprechen, weißt du? So, da sind die Ausreißer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, trinken wir auf den Bund, der heute vor einem Jahr geschlossen wurde und der sich zu einer richtigen Seelenharmonie ausgebildet hat. Harmonie bedeutet Übereinstimmung, bedeutet Einklang. Hoffen wir, dass dieser Einklang niemals durch einen Missklang gestört wird. Was hast du denn? Ach, entschuldige, ein kleiner Schwindel. Ich gehe schnell auf mein Zimmer. Ich komme mit. Nein, nein, es ist ja schon wieder gut. Nur mein Kleid ist voll Sekt. Ich muss mich umziehen. Entschuldigung. Paul! Servus, Peter. Kommst du so spät? Wo warst du denn so lange? Hm? Warte, kriegst gleich was zu trinken. Komm. Einen schönen Abend. Was ist denn? Das war nur ein kleiner Schwindel. Machen Sie sich nichts raus, kleines Fräulein. Scherben bringen Glück. Du, Peter, ich möchte mir nachher meinen Korb Sekt mitnehmen. Was für ein Korb Sekt? Um den wir gewettet haben. Ich habe gewonnen. Aha. Musst du mir erst beweisen, das glaube ich nicht. Beweisen kann ich es dir nicht, mein Lieber. Ich weiß nicht einmal das Haus, in dem ich war. Wieso? Liebe macht blind. Nein. Hör zu, wie ich vom Balkon sprang. Hilft mich ein Schutzmann für einen Dieb und ich musste schauen, dass ich mit heiler Haut davon kann. Du bist ein toller Kerl. Und die Frau mit der Maske, war sie nett? Sehr nett. Ja? Aber heute habe ich den Traum meines Lebens gefunden. Den wievielten? Den einzigen. Nun lach nicht, du. Diesmal ist es mir ernst, ja? Und wo hast du sie gesehen? Auf einem Polizeirevier. Was, auf einem Polizeirevier? Ja, das wollte ich erfahren von dem Schutzmann, wo ich heute Nacht eigentlich war. Du bist in ein Mädchen unsterblich verliebt, das du heute zum ersten Mal gesehen hast? Aber nein, ich kenne sie doch von früher, von Hamburg. Sie ist ein ganz bezauberndes Mädchen, aber plötzlich war sie verschwunden. Und heute hast du sie wieder gesehen? Ja. Und wo ist sie jetzt? Wieder verschwunden. Ja, du glaubst mir nicht, schon lass dir doch erklären. Ich weiß, der sucht mich doch. Was kann er sonst hier wollen? Er ist ein Freund von Peter. Wenn Peter was erfährt, du, das verzeiht er mir nicht. Ruhe, Hella, Ruhe. Wir müssen in aller Ruhe ganz genau überlegen. Was gibt's denn da zu überlegen? Ich weiß,
Du tust einfach, als hättest du ihn nie gesehen. Glaubst du, dass er mich nicht erkennt? Du hast doch die Maske gehabt. Außerdem hast du jetzt ein anderes Kleid an. Du, ich muss auch noch ein anderes Parfum nehmen. Das ist eine gute Idee. Geh du inzwischen schon hinunter. Nein, nein, mich darf er überhaupt nicht sehen. Ja, aber dich hat er doch auch nur in Maske gesehen. Ach, das ist etwas anderes. Mich könnte er erkennen. Du bist ja schon wieder so komisch. Was ist denn los? Nichts. Geben Sie mir noch ein Glas, ja? Langsam, langsam, Paul, trink nicht so viel. Nein, du, ich muss meinen Kummer ertränken. Ein Verliebter ohne Adresse, weißt du, das ist ein Paganini ohne Geige, ein Raphael ohne Pinsel, ein Columbus ohne Ei. No. Ohne was? Ohne Ei. Ein reizender Abend, lieber Doktor. Ah, Herr Kriminalrat, es freut mich, dass es Ihnen gefällt. Darf ich vorstellen, ist mein Freund Paul Hohenfels, Herr Kriminalrat Zorn. Sehr angenehm. Der Schrecken der Verbrecherwelt. So. Ja, ja. Wenn Sie mal einen haben, Herr Kriminalrat, ich meine, wenn, dann haben Sie ihn. Ja, das kann man wohl sagen. Ein Cognac. Und ich sage dir, er ist es. Na, meinst du? Ah, Herr Kriminalrat. Ach, sagen Sie, ist es wahr, dass dieser Fächer, der auf dem gestrigen Ball gestohlen wurde, der Fächer der Pompadour war? Ja, das stimmt. Ein sehr wertvolles Stück. Siehst du, ich hatte recht. Haben Sie recht, herzlichen Dank. Entschuldigen Sie bitte. Ach ja, diese komische Fächerangelegenheit. Haben Sie mit der Sache zu tun, ja? Ich leite die Fahndung. Ach, Sie leiten die Fahndung? So komisch ist die Sache übrigens gar nicht. Sie wird ernste Folgen haben. Was Sie nicht sagen, wer kann schon Interesse an solch einem wertlosen Zeug haben? So wertlos ist der Fächer gar nicht. Ein antikes Stück mit Brüsseler Spitzen. Der Kerl hat ganz genau gewusst, was er stiehlt. Diese Sorte kennen wir doch. Es ist ein abgefeimter Dieb. Wie wollen Sie ihn denn erwischen? Ich habe ihn schon. Was? Nein. Doch, er hat seine Handschuhe in der Garderobe liegen lassen. Die Handschuhe sind aus einem Hamburger Geschäft. Die Nachforschungen laufen bereits. Aber das war doch sicherlich nur ein Versehen. Ach, solche Ausreden kennen wir doch. Ich bitte Sie, auf einen Ball, das kann doch vorkommen. Vielleicht ein ganz gebildeter Mensch. Das wird sich auf das Strafmaß keineswegs mildernd auswirken. Nee. Der Kerl wird brummen. Na dann, Prost. Prost. Aufs Brummen. Ach, Herr Kriminalrat, Moment bitte. Bitte? Komm, Paul. Sagen Sie, diese Fächeraffäre wird doch recht diskret behandelt. Ne? Es soll nicht bekannt werden, dass ich mit der Sache zu tun habe, schon wegen meiner Tochter. Selbstverständlich. Sie können ganz beruhigt. Na, vielen Dank, Herr Kriminalrat. Dir endlich mal unser Haus zeigen. Ja. Du hast ja die Zimmer oben noch gar nicht gesehen. Nein, du sag mal, Peter, du kennst doch den Kriminalrat Zorn sehr gut. Ja, den kenn ich sehr gut. Ich muss dir ein Geständnis machen. No? Der Fächerdieb bin ich. Was? Ja. Das wird immer schöner. Das Ganze war ein Missverständnis, weißt du? Eine schöne Situation, in die ich da geraten bin. Auf den Schreck müssen wir was trinken, komm. Paul, du hast ja wieder mal Glück gehabt. Weißt du, wem der Fächer gehört? Na? Meinem Schwiegervater. Beziehungsweise seiner Freundin. Du brauchst also nur mir den Fächer zu geben, ich gebe ihn meinem Schwiegervater und die Sache ist erledigt. Das ist doch ganz einfach. Sehr einfach, wenn ich ihn hätte. Wo hast du ihn denn? Vielleicht auf dem Balkon. Wie ich heruntergesprungen bin, ist er mir wahrscheinlich aus der Manteltasche gefallen. Das Dumme ist nur, dass ich nicht mehr weiß, in welchem Haus ich war. Was hast du denn? Ein Schwindel. Ein kleiner Schwindel. Du auch? Hier scheint ja eine Schwindelepidemie auszubrechen. Wenn das so weitergeht, erlangen meine Gläser nicht mehr. Oh, der ist schlecht. Ich glaube, ich falle um. Warte, ich hole dir ein paar Tabletten. Bleib einen Moment stehen. Ja. Was machst du denn auf dem Balkon? Ich wollte ein bisschen in die frische Luft, weißt du. Sehr kälten. Paul, ich weiß jetzt, wo du warst. Nein. Ja. Bei Niederberger. Wo? Ja, hier bei Niederberger. Das weiß doch jeder, dass die Frau den Mann betrügt, Paul, oder? Hm? Ja. Ja. Alles gut. Das ist ja gar nicht möglich. Wir sind ja schon seit 3 Wochen verreist. So, schade. Auf jeden Fall, wenn der Ehemann der Frau den Fächer findet, du, das kann sehr ernste Folgen für dich haben. Wie soll er ihn denn finden? Das steht doch in allen Zeitungen, der Fächer ist doch genau beschrieben. Auf jeden Fall, wenn ich der Mann wäre, ich würde dich glatt über den Haufen schießen. Oh. Angst? Nein. Kopfweh. Ja, dann musst du eben die Tabletten nehmen. Die Tabletten haben Lorenz wunderbar geholfen. So. Ja. Dann nimmst du jetzt 2 Stück, sind die Kopfschmerzen sofort vorbei. Jetzt ist mir leichter. Ist
Du hast ja nur das Wasser getrunken. Genügt. Tabletten brauche ich nicht mehr. Jetzt machst du mich fertig. Komm. Ach, Hella, da bist du ja. Jetzt kann ich dir endlich mal meinen alten Freund Paul Hohenfels vorstellen. Mein Mann hat mir schon sehr viel von Ihnen erzählt. Ja, ganz meinerseits. Gefällt es Ihnen hier? Ja, natürlich gefällt es ihm hier. Er hat sich doch bereits in ein großes Abenteuer verwickelt, ganz romantisch. A la Romeo und Julia auf einem Balkon. Was, Peter, glauben Sie nicht, ist es kein wahres Wort daran? Nein, wenn es nicht wahr ist, da brauche ich ja meine Wette nicht zu bezahlen. Was denn für eine Wette? Er hat gewettet, dass seine Frau... Also, Peter, jetzt ist es aber genug. Du bist einfach unmöglich. Aber lassen Sie ihn doch. Es ist doch sehr interessant. Aber gar nicht, Eva. Wir machen immer nur solche Unsinn. Nun, wenn wir... Frau Heller, fühlen Sie sich wieder besser? Danke, es geht. Ah, doch, doch. Herr Berger. Wie geht's dir? Wollen wir das mal kurz besprechen? Ja, wollen wir doch nicht lieber... So ist es. Sie muss es sein. Verzeihung, Eva, darf ich um diesen Tanz bitten? Entschuldigen Sie. Ein roter Mund verspricht mir so viel Liebe. Hübsche Melodie, ne? Ja. Sie wurde am gestrigen Ball zum ersten Mal gespielt, erinnern Sie sich? Wir waren leider nicht da. Mein Mann war beruflich verhindert. So. Ja, so. Natürlich. Dieser Duft. Wir rauschen. Schon eine Nummer 5, stimmt's? Nein. Femme von Rocha. So. Sagen Sie, können die Kinder eigentlich schlafen bei dem Lärm? Was für Kinder? Wir haben keine Kinder. Ach, Sie haben gar keine Kinder. Das ist aber ein Glück. Die hätten eine unruhige Nacht heute, was? Entschuldigen Sie. Ich muss mich um meine Gäste kümmern. Ist sie es oder ist sie es nicht? Nee. Nein, mich trifft der Schlag. Ist Ihnen nicht gut? Aber ganz im Gegenteil, sehr gut ist mir jetzt, wo ich Sie wiedersehe. Aber wissen Sie, das ist alles ein bisschen viel für einen einzelnen Menschen. Heute Morgen unser plötzliches Wiedersehen auf dem Polizeirevier, dann verschwinden Sie spurlos, ich suche Sie in der ganzen Stadt, komm ahnungslos hierher und hier ist der Teufel los. Oh, welcher Teufel? Das kann ich Ihnen alles gar nicht sagen. Ich weiß nur eines, Anni, ich kann keinen Tag mehr ohne Sie leben. Würden Sie sich, ich meine, würden Sie mich... Ich meine, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie mich heiraten, ja? Sie scheinen wirklich völlig durcheinander zu sein. Nein, 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 nein. Oh, nein, ich bin vollkommen klar. Ich weiß ganz genau, was die Spieluhr, ich meine, die Uhr geschlagen hat. 13 hat sie geschlagen, jawohl. Loge 13, ich meine, die 13. Stunde. Denn wenn jetzt der Ehemann in die Vase greift und den verdammten Fächer findet, na, das... Ach, jetzt verstehe ich. Eine Frauengeschichte also. Schämen Sie sich. Gerne, Anne, aber retten Sie mich und helfen Sie mir, ja? Gestern noch ein Abenteuer mit einer anderen und heute mit mir? Da soll ich Ihnen helfen? Naja, ich will mich ja ändern. Ich stehe doch direkt an der Schwelle eines neuen Lebenswandels. Wandeln Sie mit wem Sie wollen, aber nicht mit mir. Anne, bitte. Ella, wo ist denn der Paul? Hast du den Paul nicht gesehen? Lass ihn doch. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich finde ihn nicht besonders sympathisch. Nach allem, was du mir da erzählt hast. Naja, manchmal ist er wirklich unmöglich, aber diesmal kann es ihm leicht an den Kragen gehen. Wieso? Komm, wir müssen zu unseren Gästen. Aber lass doch, die unterhalten sich großartig. Komm, erzähl. Na schön, stell dir vor, er hat den Fächer geklaut. Aus Versehen natürlich. Und dann hat er ihn auf dem Balkon seiner Geliebten verloren. Na. Wenn der Ehemann ihn dort findet, kannst du dir vorstellen, was dann passiert. Ja gut, vielleicht war das Abenteuer ganz harmlos. Harmlos, da kennst du Paul schlecht. Der hat alles erreicht, was er wollte. Das ist nicht wahr, er lügt. Woher willst du das wissen? Weil wir Frauen nicht so schlecht sind, wie ihr Männer immer gerne glaubt. Willst du etwa eine Frau in Schutz nehmen, die einen Mann mit nach Hause nimmt, den sie eben erst kennengelernt hat? Vielleicht war das eine Verkettung unglücklicher Umstände, mein Gott. Eine Frau kann doch in eine solche Situation kommen, ohne sich etwas vorwerfen zu müssen. Ausgeschlossen. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, ja? Aber vorgestern warst du ganz anderer Ansicht, als wir uns über das Drama im Fernsehen unterhielten. Ja, weil ich vorgestern noch naiv war, aber jetzt sind mir durch Paul die Augen aufgegangen. Ich würde den Kerl gerade niederschießen. Au! Was hast du denn? Ich hab mich gestochen. Oh. Besser?
Oh. Wollen Sie etwas, gnädige Frau? Etwas Bestimmtes? Nein, nein, ich wollte nur ein bisschen frische Luft schaffen. Und Sie? Ja, ich war ein Glück auch. Ich bin so glücklich, gnädige Frau, dass ich Sie endlich unter vier Augen sprechen kann. Ich wüsste nicht, was Sie mir zu sagen hätten. Ja, ich wollte Ihnen sagen, dass Ihr Anblick eine gewisse Erinnerung in mir wachruft. An eine Enttäuschung? Das möchte ich gerade nicht behaupten. Ganz im Gegenteil. So. Ach, diese Annie? Bitte? Ich meine, ist das alles, was Sie mir zu sagen haben? Ja, das heißt nein. Ach, nee, Frau, warum verstehen Sie sich? Es stimmt doch alles. Die Spieluhr, das Zimmer, der Balkon, der Fächer. Ihr Muttermal. Mein Muttermal? Ja, auf der linken Schulter. Nicht, dann auf der rechten. Auch nicht. Haben Sie nicht noch eine Schuld? Ich werde schon langsam wahnsinnig. Das wäre auch die einzige Erklärung für Ihr Verhalten. Ach, bitte, bitten Sie mir doch mal meine Schleife. Gerne, Herr Kommerzienrat. Es ist nicht zu glauben. Was denn? Das hübscheste Mädchen auf dem ganzen Fest sind Sie. Danke. Das Kompliment kann ich Ihnen zurückgeben. Sie sind der charmanteste Kavalier. Ein Kavalier der alten Schule. Ach. Wie sie das sagt. Also, dafür muss ich Ihnen einen Kuss geben. Bravo, bravo! Was ist, Du weißt also schon alles. Was meinst du? Aber Papa, tu doch nicht so. Du hättest doch Annika einen Kuss gegeben, wenn du nicht wüsstest, dass sie deine Nichte ist. Hm? Was? Onkel. Ja. Onkelchen. Na ja, Onkelchen. Onkelchen an... Anni! Aber das Zeug muss jetzt weg, ja? Ah. Ah. Sag mal, was treibst du eigentlich hier? Ach, du bist es! Warst du schon wieder am Balkon? Ja, mir ist heiß. Ich glaube, ich habe Schüttelfrost. Du, ich muss sofort ins Bett. Mit der Vase? Wieso? Ach so, ja, du, das wollte ich dich noch bitten. Ich finde die Vase so schön, du musst sie mir schenken. Ja, gern, Paul, aber das ist doch ganz wertlos. Ja, für dich, aber nicht für mich. Ich meine, ich bin nämlich Sammler. Und ein Sammler, der sammelt einfach alles, was er sammelt, was er findet. Sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Erst sitzt du am Balkon, dann willst du die Vase ins Bett schleppen, bist vollkommen blemblem. Ich schicke sie dir morgen ins Hotel. Nein, 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 ich gebe sie nicht mehr aus der Hand. Ich bin direkt verliebt in sie. Ja, da kann man nichts mehr machen. Gute Nacht, Paul. Gute Nacht. Ihr schmeißt mir das ganze Haus zusammen. Es tut mir wirklich leid, Peter. Das macht nichts. Schenk dir eine neue. Ein Fächer? Was ist denn das für ein Fächer? Ich hatte doch keine Ahnung, dass das dein Haus ist. Was ist denn mein Haus mit dem Fächer? Ah, jetzt verstehe ich. Weißt du, was du bist? Peter. Jawohl, das bist du. Oh, ich störe wohl. Eine kleine freundschaftliche Unterhaltung. Der Direktor ist gleich zu Ende, ja? Mein Freund mit meiner Frau auf meinem Balkon. Ja, was die größte Frechheit ist. Mich noch von meiner Wohnung aus anzurufen, mit meinem Telefon. Und was dem fast die Krone aufsetzt. Mir noch eine Wette anzubieten. Die brauchst du ja nicht zu bezahlen. Oh ja, die werde ich bezahlen. Heimzahlen werde ich sie dir. Ist etwas geschehen? Jawohl, es ist etwas geschehen, Herr Kriminalrat. Das heißt, es wird sofort etwas geschehen. Warten Sie draußen, Sie werden sofort zu tun bekommen. Aber ruhigen Sie doch, Sie sind doch auch gar nicht erregt. Sie sind für nichts mehr verantwortlich zu machen. Das ist gut. Hast du das gehört? Ich bin für nichts mehr verantwortlich zu machen. Was immer ich tue, ich werde freigesprochen. Wie kommen Sie denn hier herein? Ich möchte von Ihnen wissen. Was erlauben Sie sich? Werden Sie nicht frech? Na, wir kennen uns ja schon von gestern. Jetzt arbeiten Sie wohl zusammen, was? Ich verbitte mir das, ich bin der Herr des Hauses. Dann bin ich der Kaiser von China. Reden Sie doch keinen Quatsch. Hier haben Sie meinen Ausweis, machen Sie sich draußen Notizen. Stimmt. Ich dachte, hier wohnen feine Leute. Allerdings. So. Jetzt sind wir allein. Und nun werden wir abrechnen. Peter, sei doch vernünftig. Ich bitte dich. Anni, gehen Sie weg. Ich schieße. Peter, bist du verrückt geworden? Willst du denn deine Gäste abschießen? Papa, es tut mir sehr leid, dir mitteilen zu müssen, dass deine Tochter heute Nacht auf diesem Balkon... Aber Liebling, warum hast du denn nicht gesagt, dass wir beide auf dem Balkon unsere Verlobung gefeiert haben? Was denn mit unserem Stubenmädchen? Was heißt denn hier Stubenmädchen? Das ist meine Nichte. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich bin in einem Irrenhaus. Mein lieber Cousin, das alles scheint ein Missverständnis zu sein.
Ich wollte nämlich Paul auf dem gestrigen Ball unbedingt überraschen und hat mir dazu das Kleid von Hella gebockt. Ich habe ja doch gar nicht gewusst, mit wem er war. Das war doch der Zweck der Übung. Maskenzauber. Aber jetzt, jetzt weiß es. Nicht wahr, Paul? Ja, natürlich. Jetzt hat's bei mir gefunkt. Um Gottes Willen, Peter, ist dir was passiert? Ach nein, die Anni war das. Ich hab geglaubt, die Hella. Na, das muss ich ihr sofort sagen. Ist doch mein Fächer, wie kommt denn mein Fächer hierher? Na, da wird sich Pipsi aber freuen. Tja, kaum gefunden, schon verloren. Nun kann ich gar nichts mehr für dich tun. Natürlich kann ich etwas tun. Den Sekt kaltstellen. Es war aber sehr lieb von Ihnen, dass Sie mich gerettet haben. Danke. Auf Wiedersehen. Sie wollen schon gehen? Ja, nachdem was vorgefallen ist, muss ich wohl. Nicht? Aber bitte nicht über den Balkon, sonst bekommen Sie Herzklopfen und ich müsste wieder einen Mokka kochen. Anni. Oh, das Muttermal. Ja, aber Anni, ja, dann hast du doch die Wahrheit gesagt. Natürlich. Aber wenn schon einmal eine Frau die Wahrheit sagt, dann glaubt man ja nicht. Hella, ich weiß jetzt alles. Ich weiß, in welchem Haus mein Freund Paul gewesen ist und wo er den Fächer verloren hat. Nein. Ja, hier bei uns, auf unserem Balkon. Peter, es war... Und weißt du auch mit wem? Mit Anni. Mit Anni? Ja, mit Anni. Sie hat sich dein Kleid ausgebockt, ist damit auf den Ball gegangen. Na, was sagst du nun? Ach, wer hätte das von Anni gedacht? Ja. Wer hätte das gedacht? Mein Fächer. Mhm. Woher hast du den? Psst, Amtsgeheimnis. Meine Herrschaften, ich habe die große Freude, Ihnen eine Verlobung bekannt zu geben. Meine liebe Nichte Anni. Ja, wo ist sie denn? Dein roter Mund beweist mir deine Liebe. Dein roter Mund, der färbt so herrlich ab. Dein Temperament zerrauft mir meine Haare. Wie kann ein Mann nur gleich so stürmisch sein? Bitte einen Kuss mit Liebe, weil ich bin Genuss so liebe. Ein richtiger Kuss, der schmeckt noch süßer als Konfekt. Er geht so schnell ins Blut wie Sekt. Küsse mich mit Liebe, weil ich das so liebe. Und zwei, und drei, und drei, bei Tag, bei Nacht. Ach, bitte einen Kuss von mir. Temperament, denn das gehört dazu, ja, das gehört dazu, zu einem Happy End.